Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 7 Toddler Challenge. Sieben Kleinkinder in einem Haushalt wollen umsorgt werden. Dies ist Teil 9. So, jetzt muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen, denn seit ich das letzte Mal gespielt habe, ist ein Tag vergangen. Ich gucke sie einfach mal alle kurz durch. Ach, ich lasse es ruhig laufen. Ich glaube, da brennt gerade nicht so viel an. Warum isst du? Du bist eigentlich satt. Du brauchst jetzt nicht essen. So, das Essen könnten wir hier auf den Tisch stellen für irgendein Kind, das es braucht. So. Also, ich gucke sie erstmal durch und dann mache ich irgendwelche Aktionen. Oh, vielleicht ändere ich den Plan. Ja, genau, sie sollte mal zum Töpfchentraining. Hast du das auch vor? Baden. Mach mal, nee, stopp. Mal gucken, ob sich das noch stoppen lässt. Töpfchentraining. Nein, umgekehrt. So. Beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Lotta. So, gucken wir mal. Nö, das Baden ließ ich nicht mehr rückgängig machen. Hm. Aber es wurde abgebrochen. Gut. Macht ihr das jetzt mit dem Töpfchen? Ja, sieht gut aus. Okay. Gut, und danach bade sie dann mal. So, dann wäre das schon mal erledigt. Na, oh, die sind ja richtig in guter Verfassung, hey. So, die kleine Lena könnte mal ins Bett gehen. Hier sieht man wunderbar, sie unterhält sich gerade mit Willi und die Achtsamkeit steigt. Das heißt, sie brauchen keine Erwachsenen für die Achtsamkeit. Sondern sie können sich die auch untereinander verschaffen. So, und sie geht von selbst ins Bett. Das ist doch toll. Marvin spielt, das ist auch gut. Du könntest aber gleich mal auf Toilette gehen, damit da gar nicht erst was anbrennt. Na, das hätte ich ihr jetzt aber auch sagen können. Hm, ich lasse ein bisschen schlafen. So. Der Jan. Vielleicht nehmen wir den als nächstes dran mit Töpfchentraining. Weil der lernt das auch bald. Gut, den lassen wir einfach noch weiter schlafen. Und Laura ist verspielt und sehr zufrieden. Die spielt mit dem Tablet. Das können wir uns auch mal angucken. So, es ist natürlich fragwürdig, ob kleine Kids mit einem Tablet spielen sollen. Aber darum dachte ich mir, sie kriegen das nur, wenn sie es schaffen, da hochzulaufen. Dann sind sie schon ein bisschen größer. Okay. Ja. Wir könnten ja mal gucken, was geht hier ab. Okay. Ja, jetzt bade sie mal. Ja. Sehr gut. Und wie weit ist sie jetzt mit dem Töpfchen drin? Fast fertig. Okay, beim nächsten Mal müsste es dann aber klappen. Gut. Also, ich wollte euch eigentlich die Laura vorstellen. So. Kleine Laura, was bist du denn für eine? Du bist neugierig. Na, die will immer alles wissen und entdecken. Neugierige Entdecker. Diese Kleinkinder bauen etwas schneller Denkfähigkeit auf. Sie sind am glücklichsten, wenn sie etwas lernen und traurig, wenn sie eine Weile nichts gelernt haben. Na dann, geh zu den Puppen, ja, da lernst du auch was. So, wer heult denn da? Und
Was passiert in Mamas Zimmer? Oh. Du hast die ganzen Bücher vernichtet? Naja. Ich hoffe, es sind noch welche übrig geblieben. So, wo ist das weinende Kind? Ah, hier. Lukas hat einen Albtraum. Ah, da werde ich jetzt was probieren. Und zwar gibt es so ein Wandtattoo, das angeblich die Albträume fernhalten soll. Dieses da, der Traumfresser. Ich räume dieses hier mal. Passt das da noch hin? Ach ja, ich mache das einfach erstmal dahin. Und wenn der Traumfresser nicht funktioniert, so. Vielleicht brauchen wir auch noch einen zweiten. Ach, da sind die schönen Schmetterlinge. Ich mache noch einen dahin, dann kommt das hier hin. So. Und noch einen in einer anderen Farbe. So. Und dann hoffen wir mal, dass die Albträume nachlassen. Da bin ich gespannt. So. Und jetzt kümmern wir uns um dich. Und um die Pinnwand kümmern wir uns später. So, wo steckst denn du überhaupt? Du armer kleiner Weinender. Oh, da findet dieses super süße Spektakel statt. Ja, ich liebe es. Oh, Jan hat Level 3 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Na, da können wir auch gleich mal gucken, was der jetzt kann. Na, das ist doch toll. Aber wir müssen jetzt zu unserem kleinen Sorgenkind. Sehr gut, Jan, sehr gut. Ha, er tanzt jetzt richtig. Ah, er sitzt da oben. Och, jetzt ist er gar nicht mehr traurig. Ich denke mal, den können wir ruhig mal lassen. Und der Willi sollte aber mal auf die Toilette gehen. So. Und wie sieht es mit Lena aus? Ich denke mal, die schicke ich auch mal auf Toilette. So. Ja. Ja, also wunderbar. Das spielt sich langsam echt ein. Muttern, wo steckst du? Da. Weißt du was, du könntest dir auch mal Tagesklamotten anziehen. Jetzt, wo es so gut läuft, musst du nicht immer im Schlafanzug rumrennen. Ja, jetzt wackelt Lena ganz tapfer dem Klo entgegen. Ja. Ich denke mal danach. Oh, der Marvin, der müsste mal gebadet werden. So, was stinkt da? Ah, er. Okay. Dann könnte man ihn vielleicht gleich mal die Windeln wechseln. So. Gut, Windel wechseln. Und dann könntest du den Marvin baden. Das ist doch Marvin, oder? Ja, okay. Ach, und Klein Lotta ist mal wieder wütend. Warum? Nase voll von Puppen. Weil mit Puppenhaus gespielt hat. Okay, gut, du brauchst nicht mit Puppen spielen. Du kannst auch, ja, mit Jan palavern. So.
Aha, Mutter geht runter. Ich sag übrigens immer Muttern, weil das für mich so eine, ja, flapsige Art ist, über Mutter zu reden. Also flapsig, aber trotzdem respektvoll. Und ja, das kommt einfach so aus mir raus. Ich weiß auch nicht. Eigentlich würde ich sagen, man müsste jetzt Mama sagen. Nun ja, ich hoffe, das stört euch nicht. So, also Willi soll jetzt aufs Töpfchen gehen. Danach muss der noch mal was essen. Glücklicherweise ist da noch genügend drin. Und dann muss der mal ins Bett. Ah, der hat auch ganz viel in seinem Inventar. Das schmeißen wir mal weg. Sonst stinkt der ja von innen heraus. Der steckt sich also gerne Essen ein und isst es dann aber nicht. Aber woher soll ein Kleinkind auch wissen, dass das Zeug vergammelt? So. Tja, Jan, du bist müde, weil du wütend bist. Nein, du bist wütend, weil du müde bist und bist schon auf dem Weg ins Bett. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Lotta hat sich wieder beruhigt. Die schicke ich auch mal ins Bett. Denn eigentlich ist mitten in der Nacht. So, Lukas sollte was essen. Und dann schicke ich den auch ins Bett. Und Willi kämpft noch mit dem Töpfchen. Aber das sieht recht erfolgversprechend aus. Oh. Marvin schläft zwar, aber der hat argen Hunger. Du darfst danach weiter schlafen. Ja, geh mal schlafen. Geh mal essen. So. Ja. Was macht die Mama da? Na, sie hat ihn immerhin in Ruhe gelassen. Gut, er schläft, sie schläft. Dem Lukas könnte sie jetzt mal ein Töpfchentraining angedeihen lassen. Der ist sozusagen als nächster dran. Und der muss mal. Und dann muss die Arme hier wieder jede Menge Töpfchen reinigen. Gut. Da steht's rum. Brauchst du kurz Pause? Ja. Und was geht? Hey, du bist doch nicht in so einer Katastrophenverfassung. Eigentlich müsstest du doch deinen nächsten Task hinkriegen. So, jetzt gucken wir mal, ob es jetzt besser wird. Ja. Ich habe oft den Eindruck, weil er schlafen gegangen ist. Okay. Sorry, Lukas, dich wecken wir noch mal kurz auf. Ach, er macht gerade in die Windel. Na gut, dann musst du halt mit nasser Windel schlafen. Darum stand sie wohl auch so da. So, und Willi? Na komm.
Willi ist jetzt gerade ins Bett gegangen. Gut, prima. Dann. So. Prüfen. Gut, ist drin. Ah, jetzt. Jetzt kommt der kleine Zwurkel und will wohl die Windel gewechselt haben. Na, falsch rum. Düp, düp, düp. So, Kinderbetreuung, Windel wechseln. Ja, jetzt macht das Töpfchentraining keinen Sinn mehr. Dann kannst du ihn danach einfach mal ins Bett bringen. So. Ins Bett bringen. Und was macht? Jan hatte einen Albtraum, also so gut scheint es doch nicht zu helfen. Tja. Och, jetzt überlege ich gerade, schicke ich ihn sofort wieder ins Bett? Naja, da sind sie jetzt jede Menge wieder mit Albtraum. Dann sage ich ihnen gleich, sie sollen ein Nickerchen machen. Und nach dem Nickerchen kann man dann ja sehen. So. Wenn die alle schlafen, dann könntest du auch mal schnell ein paar Stündchen ins Bett gehen. Ich räume in der Zwischenzeit das Drecksgeschirr weg. So. Okay. Ja, dann mache ich mal einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.